So, Schatz, haben wir alles bereit? Ja. Können wir starten? Ja, können wir. Los geht's! Oh, herzlich willkommen bei Snackschmecker. Snackschmecker ist in der Haus und wir haben eine tolle Valentinstag-Erdbeerherztorte am Jawohl. Start. Nur für dich. Oh, wie romantisch. Wo haben wir die gekauft? Beim Erzähl. Lidl haben wir die Beim gekauft. Lidl, ja, 700 Gramm gefrorene Erdbeerherztorte. Ich hoffe, die ist jetzt nicht mehr gefroren, Das hoffe sonst ich haben wir ein auch. kleines Problemchen. Ein paar Stunden ist sie jetzt schon am Auftauen. Okay, wir schauen mal direkt rein. Zack, Zap, zack. zap. Oh, Oh. ich glaube, das Ja. bin ich schuld gewesen. Schaut euch das Desaster an. Naja, aber Ach! soweit sieht es ja schon ganz lecker Ja, aus. ja, 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 ja. Soll ich was rausziehen? Ja, zieh mal den Karton langsam weg. Döde, döde. Vorsicht, Schaut Vorsicht, mal. Vorsicht. Herz allerliebst. Oh, wie romantisch. Und wir haben das Privileg, die schon vor Valentinstag essen zu dürfen. Ja, guck mal, das sieht doch schon schön Hier aus. vorne ist ein bisschen platt gedrückt, ne? Aber Ja, das bin ich schuld. aber dafür, dass Das man. geht auf jeden Fall auf meine Kappe. Ich bin mit dem Karton umgesprungen. Das darf man gar nicht Du, du, erzählen. du. So. Aber Was liegt denn hält, was hier es eigentlich verspricht. Also sieht alles so? genauso aus wie auf der Abbildung, Was ne? ist das denn hier, was hier so? Das müssten doch eigentlich. Puffreis ist das. Das soll Puffreis sein. Ich hätte gedacht, die pinken Herzchen. Wirklich. Deswegen riecht das so leicht nach Keks. Du hast den Karton zwar gut hingestellt, aber ich schau mal Ja. gerade, was wir hier haben. Erdbeerzubereitung und Erdbeersahne auf Biskuit in Herzform. Garniert mit Erdbeerguss, Sahnetupfen, Zuckerwaren, Dekoherzen und gezuckerten Puffreis. Ich hatte recht. Okay, ja, stimmt. Tiefgefroren. Ja, Lecker. also ich habe Wollen wir uns richtig ein großen Stückchen Hunger. genehmigen? Hier, du darfst anschneiden. Mitten durch die Ich Mitte? habe auch jetzt richtig Mitten Hunger. ins Herz. Oh nein. Halbe, halbe. Oh wei. Das hat aber Oder auch eine sollen wir erstmal komische so eine Symbolik. Scheibe Ah, lieber abschneiden? hier oben so ein bisschen. So eine kleine Ecke oder Ja, ich nehme so eine rausschneiden? Rundung. Mach doch so eine Rundung und dann halbieren wir die Rundung. Also so eine Ecke hier. Ja. Na gut. Ey. Die Oh, Sahne die kann schmeckt man schon mal. nicht. Gib mir mal eine Gabel, dann kann ich ja Ach, da helfen. ist ja noch. Nee, da ist Das noch ein kann. Karton Na drunter. Deswegen kann klar. ich das noch nicht so gut Schneiden. wegschieben. Wolltest du den mit Ich habe da auch halbieren? noch so einen Heber, aber. Ja, so ist So. besser. Haha, schaut mal. Lass mal so. Ich halte das mal in die Kamera. Mit Könnt ihr das Sahne und sehen? Erdbeerfüllung. Mit Erdbeerfüllung, richtig so Richtiger Marmeladen oder. Biskuitteig. Ummantelt mit. Leute, ich habe aber auch jetzt Erdbeer-pürierte einen Hunger, Hunger. Erdbeersoße. Ja, das So, ein Messer, das muss Tortenheber. ich noch mal halbieren dann, ne? Für uns auf deiner Seite da, das Schwarze. Das habe ich nicht als Tortenheber erkannt. Ja, wenn ich denn einen hätte. Den wünsche ich mir dann zu Also, falls ihr einen Valentinstag. Tortenheber abzugeben habt, schreibt es uns in die Kommentare. Wir brauchen, sind auf eine Tortenheberspende angewiesen, scheinbar. Also, ich nehme mir das mal mit der Gabel so weg. Vorsichtig. Und ich Nimm nehme doch den besser auch falschen die Torten, Gabel. den falschen Tortenheber. Ja, aber Okay. so auf dem Teller sieht das doch ganz niedlich und So, bekömmlich. Leute. Jetzt geht's ans Eingemachte. Lecker Schmecker. Köstlich. Weißt du noch nicht? Ich weiß es schon. Es ist Es riecht schon so köstlich. lecker nach Erdbeersahne. Es ist köstlich. Vorzüglich. Ich hatte Lecker. gedacht, das sind kleine Nüsse, aber Puffreis hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber es schmeckt lecker. Das ist definitiv Also, ein Valentinsmuss. ich bin schon fast fertig mit meinem. Es schmeckt wirklich so lecker. Mit meinem Stück. Das ist auch nicht zu Da süß, ne? Das bleibt schmeckt nichts genau übrig. richtig. Zeig noch mal her. Also die Erdbeersoße, die schmeckt wirklich sehr
Lecker. Also was haben wir gezahlt? 4,99 € 4,99 €, ja. glaube ich. Da kann man nichts sagen. Nee. Wenn ich das vergleiche mit anderen Fertig-Konditorsachen, da Das sieht schmeckt das hier wirklich schön deutlich, aus, also ne? richtig stark nach Erdbeer schmeckt das. Das gefällt mir. Ja, Nicht so genau. Pseudo-Nur-Sahne-Geschmack, der ist richtig kräftig nach Erdbeer am Schmecken. Die Ich Sahne ist glaube, auch schön durch die erfrischend. pürierte Erdbeere oder die Erdbeerkonfitüre, was hier drin ist, kommt das noch so richtig zur Entfaltung. Ja, Lecker. das finde ich auch. Erfrischend süß, nicht zu süß. Ja. Genau richtig. Ja, schon tendenziell süß. Also die Kinder würden auch ihren Spaß dann haben. Naja, klar. Eine süße Verführung. Ja. Passend zum Valentinstag, würde ich sagen, ne? Ja, Kann man auf ganz. jeden Fall, lohnt sich jedenfalls zu kaufen. Die Größe ist auch Mach mir doch noch mal hier so recht ein groß. kleines Stück ab. So, da kann ich nicht Nein Eine sagen. Scheibe. Ja, genau. Oder halbieren wir uns ganz partnerschaftlich. Ich kann es nicht gut schieben, Das Pech. kleine, hier, die kleine Kartonage hast du eben nicht durchbekommen, ne? Genau, das war das, Hier was noch in im der Weg Mitte war. einmal. Komm, gib mir, Da mache muss ich. ich einmal so. Oder so. So. Ja. Ja, So. wir würden euch ja gerne auch so ein Stückchen vorbeischicken. Soweit ist die Technologie noch nicht. Vielleicht in ein paar Jahren, dass wir das zu euch teleportieren können. Jetzt müsst ihr leider nur so vorlieb nehmen mit dem Das ist sogar, Optischen. nimmt das die Farbe an, so ein bisschen pink. Sieht richtig lecker aus, also. Möchte man glatt aufessen dann auf Schade, dass es einen. das nur Valentinstag gibt, nicht wahr? Ja, das stimmt. Dieser Puffreis zum Schluss ist ja karamellisiert. Eine tolle Kombi. Der prickelt und der ist richtig lecker auf der Zunge. Schaut mal, wie das hier rausläuft. Nochmal in der Nahaufnahme. Jetzt gleich kommen wir auch schon zu der Bewertung desselbigen Kuchens. Wie ihr vielleicht wisst, wird bei uns jedes Produkt bewertet. Und weil in Kürze Valentinstag ist, gibt es heute nicht unsere Sterne, sondern Herzchen. Hast du schon deine? Dann nimm Nee. die hier. So. Bis zu 3 Sterne kann jeder von uns vergeben. Also kommen wir insgesamt auf bis zu 6. Und ich sag einfach mal, ich fange mal an, Ja, wie weil immer. ich mache es kurz und schmerzlos. Dieser Kuchen ist einfach bombastisch und kriegt von mir auf jeden Fall 3 Herzen. Ja, doch von mir auch. Also ich kann gar nicht anders. Und ich sehe gerade, man sieht die Herzen kaum vor der roten Packung. Machen Ja. wir mal so. Ui, das sieht doch toll aus. Voilà. Also Glückwunsch. Glückwunsch an Lidl. Bitte das ganze Jahr über verkaufen, wäre uns noch lieber. Oder besser nicht, Ja. wie man es nimmt. Die Figur sagt lieber besser Ja, nicht. vielleicht auch mal Ostern in der Form von einem Ei oder so. Sehr, sehr Hauptsache, es lecker. gibt sie immer wieder. Okay. Ja, Falls euch das super. Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen hoch, freut Ja. uns und abonniert unseren Kanal, denn es warten noch viele tolle Produkte Oh zum ja. Verkostigen bei Ich unserseits. freue mich schon. Bis dahin, macht es Tschüss. gut, tschüss. Hier, da war noch ein Stück von dir, ne? Ja, Willst du das das sieht so mal? lecker aus. Das aus wie eine Zunge. Schleck mich. Ich mache mir jetzt noch ein Käffchen dabei. Willst du auch eins? Oh ja, bitte.